Bevor ich hier die Gelegenheit hatte, weil das, was hier gesagt wurde, war schon klasse und auch die unterschiedlichen Meinungen, auch zu meiner Meinung unterschiedlich, da können wir gerne in der Diskussion dann noch darauf zu sprechen kommen, war für mich hochinteressant. Also will jetzt nicht ins Detail gehen, vielleicht ein einziger Punkt, wie ich denn zum Angriffskrieg der Russen in der Ukraine stehe. Ganz einfach, der Krieg wurde nicht von Russland begonnen, sondern von der Ukraine 2014 und nach Vorbereitung der USA. Zweitens, der Bürgerkrieg, das war ja nur ein Bürgerkrieg. Ja, bitte den Applaus hinterher, sonst brauche ich länger. Ich sollte es sowieso kürzer machen, damit wir vor 22 Uhr fertig sind. Also zweitens, dieser Krieg hat zu vielen, vielen Toten dann geführt. Da sind also über 10.000, die auch nur die Ukraine zu verantworten hat, nicht Russland. Drittens, der Krieg, der dann draus wurde, das nennt sich gar nicht Krieg, das wird Putin vorgeworfen, aber es ist Quatsch. Im Völkerrecht spricht man nicht mehr vom Krieg. Seit den Zusatzabkommen redet man von bewaffneten Konflikt. Also juristisch korrekt ausgedrückt ist das ein internationaler bewaffneter Konflikt. So ähnlich sagt Putin. Er sagt, das ist ein Militär. Eine Operation, eine militärische, also eher am bewaffneten Konflikt als an dem umgangssprachlichen Wort Krieg. Übrigens in dem Zusammenhang, wenn wir uns erinnern, Afghanistan durfte auch nie Krieg genannt werden. Selbst dann hat man gesagt, es ist also nur umgangssprachlich Krieg, was natürlich doppelt trickreich war, denn Krieg ist immer umgangssprachlich. Das heißt, wie gesagt, offiziell bewaffneter Konflikt. Vielleicht dazu, dass das dann trotzdem rechtswidrig ist, könnte ich weiter ausführen, hängt damit zusammen, dass eben, vielleicht bringe ich das doch noch kurz vorher, dass die Bedingung, die dafür gesagt wurde, zwar zutrifft, also da wurde der Vertrag von Astana gebrochen. Vielleicht kann man das Licht hier noch etwas dimmen, damit man es besser sieht. Aber Putin hätte meiner Meinung nach damit auch drohen müssen. Der hätte sagen müssen, wie ein Polizist, der irgendwo hinkommt und einen Straftäter sieht, der muss sagen, halt, stehen bleiben oder ich schieße. Das hat Putin unterlassen. Der hat gesagt, ich führe keinen Krieg, ich mache nur eine Übung. Und daher ist es, nachdem ich rechtlich ausgebildet wurde, ich bin kein Rechtsanwalt, ich bin da Laie, aber habe, wie gesagt, ein paar Lehrgänge hinter mir. Damit fehlt die Voraussetzung, dass man etwas, was man anwenden will, erst androhen muss, also auf Deutsch nicht verhältnismäßig und damit wieder rechtswidrig. Aber ich halte das also für, ja, Rabulistik, denn der Hauptpunkt ist der, zu dem ich gleich kommen werde, dass unsere Medien das ja alles verdrehen, völlig verdrehen und behaupten, Putin habe überhaupt keinen Grund und außerdem seien die Russen die einzigen Bösen und die Ukraine sei also das einzig gute Regime. Auch das will ich hier jetzt nicht weit bringen, nur aus Zeitgründen den Anfang. Wenn man sich so ein Ranking mal anschaut, das ist eines vor dem Krieg, dann wird man feststellen, dass die Ukraine damals schon keine Demokratie war, nicht mehr eine Demokratie oder noch nie, weiß ich nicht, auf jeden Fall vom Westen eindeutig als hybrides Regime eingestuft. Man sieht es hier einen Platz nach Myanmar als hybrides Regime und danach wurde ja das Kriegsrecht verhängt, danach gab es keine freien Medien mehr, danach wurden die Oppositionspolitiker ja nicht nur verboten, sondern zum Teil ermordet. Das alles kann man im Internet finden. Also dort würde ich heute von der klassischen Diktatur reden. Das erfahren wir in den Medien nicht. Andere Dinge auch, die wir nicht erfahren, zum Beispiel, können wir das mal lauter? Ja. So, auch den breche ich hier aus Zeitgründen ab, kann sowieso keiner ukrainisch. Das hat geheißen, ich habe den Befehl gegeben, die russischen Kriegsgefangenen zu kastrieren. So, und das darf natürlich bei uns niemand erfahren, dass die Ukraine auch Kriegsverbrechen begeht. Bei uns wird es umgedreht. Und wenn eine Frau Wagenknecht sagt, dass es dort auch Kriegsverbrechen bei den Ukrainern gibt, dann wird gesagt, nein, nur die Russen machen Vergewaltigung und die Ukrainer überhaupt nicht. Da war, glaube ich, eine Zwischenfrage. Gut, okay, braucht man nicht weiterreden. Wir wissen, die Kriegsverbrechen sind nachweisbar, egal ob es einer jetzt zugibt, auch noch von der eigenen Seite oder nicht. Die Kriegsverbrechen sind nachweisbar, müssten angeklagt werden. Trotzdem sagt unser Fernsehen, nein, nein, das findet alles nicht statt. Und da komme ich mal dazu, dass sie nicht nur bestimmte Dinge negieren, sondern sogar fälschen. Und warum bringe ich diesen Bericht jetzt? Warum rede ich überhaupt hier über die Medien? Weil meiner Meinung nach das der Kernpunkt ist, warum wir den Krieg haben. Ohne die Medien oder mit sauberen Medien hätten wir den ganzen Krieg nicht. Zum Beispiel.
Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat ein Video gelöscht, in dem Zivilisten zu sehen sind, die aus dem Hüttenberg Azovstal evakuiert werden. Im Video wurde behauptet, die ukrainische Armee habe sie nicht gehen lassen. Auf seiner Webseite veröffentlichte der Spiegel einen Hinweis, dass das Video einige Unstimmigkeiten aufweise. Es wurde dabei nicht präzisiert, welche Fakten im Material falsch waren. Eine Klärung des Videos sei derzeit im Gange. Hören wir uns an, was eine Frau in dem jetzt entfernten Video über die Zivilisten im Hüttenberg erzählt hatte. Ich habe eine Frage dazu, warum die Menschen in der Stadt festgehalten wurden. Der Bürgermeister verließ die Stadt und die Menschen wurden in einen Ring gezwängt. Die ukrainische Armee war da und sie ließ die einfachen Menschen, Kinder, ältere Menschen, Kranke, nicht gehen. Wozu das Ganze? Der unabhängige Journalist und Autor Thomas Röper hält die Entfernung der Aufnahme für höchst fragwürdig. Das Problem ist ja, dass der Spiegel in dem Video... die falsche Information weitergegeben hat. Er hat die Frau nur mit den Worten zitiert, sie haben uns nicht rausgelassen. Der Spiegelleser hat aber wochenlang gelernt, dass es die Russen sind, die niemanden aus dem Stahlwerk lassen. Das hat der Spiegelleser dann auch so geglaubt aus dem Video. Das Problem ist, ich habe das Video im Netz gefunden, habe es auch verlinkt, habe es auch übersetzt und die Frau sagte eindeutig, die Azov-Kämpfer hätten sie nicht rausgelassen. Sie hat das mehrmals wiederholt und sie hat am Ende sogar gesagt, die Ukraine ist als Staat für mich gestorben. Und das sollte der deutsche Leser nicht machen. Ja, wir haben im Grunde Zensur im Westen. Was nicht gefällt, soll nicht gezeigt werden. Das ist ein ganz klares Beispiel dafür, dass der Spiegel bewusst lügt. Sie hätten es ja richtig stellen können. Sie hätten ja sagen können, oh, wir hatten hier ein Video mit folgender Aussage, das war nicht korrekt. Die Frau hat das Gegenteil gesagt, sie hat die Azov-Kämpfer beschuldigt. Wir entschuldigen uns für den Fehler, wir haben den Beitrag von Reuters übernommen. So, hätten sie machen können. Sie hätten sogar sich noch aus der Affäre ziehen können. Aber die Menschen in Deutschland und im Westen sollen diese Wahrheiten nicht erfahren. Und wenn so eine plumpe Lüge auffliegt, ja, dann wird sie eben ganz schnell wieder weggelöscht. Aber nichts wird erklärt. Also da stellt sich die Frage, ist das überhaupt Zensur? Und da sage ich nein, das ist nicht Zensur. Zensur bedeutet ja abschneiden. Wenn ich also den Wetterbericht bringe oder Sportnachrichten und davon gar nichts, das wäre Zensur. Was ist das? Das ist Volksverhetzung, ein Straftatbestand unserer Medienwelt. Und der ist ganz normal an der Tagesordnung, dass man Straftaten begeht, wozu ist klar, um die Bevölkerung zu beeinflussen und damit bin ich bei dem Thema. Was passiert denn dann, wenn ich die Bevölkerung aufhetze, Klammer auf, erfolgreich, Klammer zu, dann brauche ich doch gar keine Agenten oder Unterwanderungen oder was alles auch immer an Erklärungen möglich wäre, damit wir verstehen, warum denn plötzlich die halbe Friedensbewegung auch nach Waffen ruft. Dann brauche ich doch nur Menschen, die sagen, denen muss man in die Hände fallen, in den Arm greifen, man kann die nicht weitermachen lassen, das sind ja schreckliche Mörder. Dass der Mord von ganz anderer Seite angefangen hat, muss ich dann ja nur unterlassen. Dass der Mord genauso von der anderen Seite begangen wird wie auf der Seite, Krieg ist für mich immer ein Verbrechen. Das muss ich ja nur weglassen. Und dass ich die Schuld daran, warum es überhaupt dazu gekommen ist, natürlich auch nur Putin gebe, statt zu sagen, das hat aber doch schon der CIA-Chef William Burns 2019 schon geschrieben, dass die Russen den Krieg machen müssen. Die müssen anfangen. Also wenn man immer vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg redet, müsste man auch immer dazu sagen, Komma, den die USA erstens ermöglicht haben, 2014 durch den Putsch, zweitens gewollt haben und drittens, den die auch nicht beenden wollten. Denn es war ja bekanntlich der britische Premierminister Boris Johnson am 9. April in Kiew und hat den bereits ausgehandelten Friedensvertrag, von dem Zelensky schon veröffentlicht hatte, dass das jetzt eintreten wird, dass man sich einig geworden ist, verhindert. Das heißt, diese Dinge, die werden einfach entweder weggelassen oder, wie hier, sogar ins Gegenteil verdreht. Und da will ich noch einen weiteren Punkt bringen, denn Verdrehen der Tatsachen, da kann man ja sagen, das ist ja harmlos. Ne? Ob jetzt da die Russen oder die Ukrainer, die als menschliche Schutzschilde halten, im Vergleich zum Krieg ist das doch nichts. So, da sage ich ja gut, man mag ja so das sehen, dass jetzt menschliche Schutzschilde halten nicht ganz so grausam ist. Natürlich ist das auch ein schweres Verbrechen. Aber wie schaut es denn dann bei den tatsächlich schwereren Verbrechen aus? Und die hatten wir ja auch. Denken Sie alle an Butscha oder denkt alle, wir sind ja die meisten hier per Du, denkt an Butscha, was ist da gewesen? Deswegen will ich auch von Butscha kurz zeigen, wie unsere Medien über Butscha berichtet haben.
Fassungslosigkeit und Abscheu. Das waren die Reaktionen auf die Nachrichten und Bilder aus der ukrainischen Stadt Butscha. Die USA haben angekündigt, Beweise für Kriegsverbrechen und möglicherweise einen Völkermord zu sammeln. Die ersten Bilder aus Butscha wurden vom ukrainischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellt. Aber mittlerweile haben sich unabhängige Journalisten, auch unsere Korrespondentin Katrin Eigendorf, selbst in Butscha umgesehen. Und auch ich kann sagen, mein Eindruck dort vor Ort widerspricht ganz deutlich der Behauptung des russischen Außenministers Lavrov, dass es sich hier um eine Inszenierung handeln könnte. Das ist eine schlichtweg Lüge. Nun, dafür kann man natürlich eine Auszeichnung erhalten, wenn man sagt, Putin lügt. Das ist immer gut, wenn man das behauptet. Das macht Spaß und Laune. Die Frage ist, kann man es denn auch nachprüfen? Hat Putin, wie gesagt, Lavrov in dem Fall gelogen und gesagt, da scheint mir nicht echt zu sein? Kann man nachprüfen, und wenn man es nachprüft, kommt man dahinter, dass Lavrov nicht gelogen hat, sondern die Unwahrheit gesagt hat. Er hat sich getäuscht, er hat sich geirrt. Er hat nämlich den Ukrainern nicht zugetraut, dass die ihre eigenen Leute umbringen. Das war der Hintergrund. Und wenn ich das den Leuten nicht zutraue, dass sie das machen, sage ich natürlich, na, das ist wie damals, da, ihr wisst schon, im Jugoslawienkrieg hat man auch das Massaker von Račak vorgetäuscht, das hat es ja nie gegeben, das glaubt man dann selbst, es ist aber nicht wahr. Und diese Unwahrheit aussprechen ist ja nicht böswillig, ist ja eher übergutmütig, dass man sagt, kann ja gar nicht wahr sein, dass die Ukrainer ihre eigenen Leute umgebracht haben. Die Russen wussten also nur, wir waren es nicht. Wir haben sowas nicht gemacht, dann kann das nur erfunden sein. So, kann man das nachprüfen? Ja, man kann. Da gibt es nämlich einen, der sagt, wem man glauben sollte, das ist der Bürgermeister von Butscha, der hat vor einigen Tagen eine Videobotschaft gesendet und freudig gemeldet, der 31. März gehe in die Geschichte der Stadt Butscha ein, denn die Stadt sei befreit worden, die russische Armee sei abgezogen. Also klares Alibi. Und wenn damit der Bürgermeister das Alibi, was die Russen behaupten, wir waren ja schon weg, ne, wenn der das bestätigt, ja, der Bürgermeister ist ja Ukrainer, dann wird das wohl stimmen. Also schauen wir uns das Video doch mal an, was da zu finden ist. Ups, Video nicht verfügbar. Dieses Video ist nicht mehr verfügbar, weil das mit diesem Video verknüpfte YouTube-Konto gekündigt wurde. Ich glaube, das kennt ihr alle, die hier im Saal anwesend sind. Das ist ganz typisch dafür, dass eben unser Internet auch kastriert wird. Nicht nur die Medien werden zensiert und begehen Volksverhetzung teilweise, sondern auch im Internet wird zensiert oder aus unerfindlichen Gründen immer nur die eine Hälfte nicht mehr verfügbar gemacht. Komischerweise habe ich das von anderen Videos, wie zum Beispiel Faktencheckern, noch nie erlebt, dass da ein Video nicht mehr verfügbar, weil das Konto gekündigt wurde. Aber lassen wir mal die Feinheiten weg. Ich würde das natürlich nicht behaupten, wenn ich das nicht gewusst hätte, und ich habe das vorher aufgezeichnet, und deswegen kann ich euch das jetzt vorführen. Ja, ich bin gemein. Дорогі друзі, шановна Бучанська громада, 31 березня віддав історію нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими збройними силами. Ja, da breche ich einfach auch wieder ab. Jeder kann sich denken, was der sagt oder kann das nachprüfen. Ukrainisch werden auch hier sehr wenige verstanden haben. Im Klartext heißt das, das wird als Tag in unsere Geschichte eingehen. Wir haben gesiegt, die Russen sind weg und alles ist in bester Ordnung. Man sieht vor allen Dingen, was der für einen fröhlichen Gesichtsausdruck hat. Und da kann man sagen, das ist der Bürgermeister gewesen. Also irgendeiner aus der Stadt kann den falschen Weg genommen haben. Aber dem Bürgermeister hätte man gesagt, pass auf für dein Video, noch ein kleiner Tipp, da drüben ist alles übersät mit Leichen. Man sieht aber keine Leiche. Und damit ist das für mich ein gerichtsfester oder gerichtsverwertbarer zumindest Beweis. Ich glaube, das würde vor Gericht sogar wahrscheinlich genügen, dass man sagt, die Russen waren nicht da, der Bürgermeister bestätigt es. Also können es nur die gewesen sein, die danach eingerückt sind. Und da gibt es auch wieder ein paar Belege. Und da schreibt Hermann Plopper Folgendes. Am 2. April rücken also nun nach zwei Tagen Machtvakuum ukrainische Verbände in Butscha ein. Niemand Geringeres als die honorable New York Times dokumentiert, dass mit den regulären ukrainischen Polizeikräften auch die berüchtigte Neonazi-Killertruppe Azov-Bataillon in Butscha einrückte. Quellenangabe Nummer 5. Am 2. April meldet die ukrainische Polizei ihren Einzug in Butscha. Dabei wird auch blutiger Vollzug gemeldet. Zitat: The city is being cleared from saboteurs and accomplices of Russian forces.
Also, Azov-Bataillone und ukrainische Polizei haben die Stadt Butscha von russenfreundlichen Saboteuren und Komplizen gereinigt. Das klingt sehr, sehr seltsam. Was meinen die mit Reinigung? Das werde ich gleich zeigen, denn es gibt Bilder, wo man das beweisen kann. Ich will aber vorher noch einen weiteren Beleg liefern. Nicht nur, dass die Russen weg waren und die anderen, die das gemacht haben könnten oder dann ja auch müssen, weil die Leichen sind ja echt, dass die anderen da waren, sondern es gibt noch einen Beweis, nämlich von der ukrainischen Polizei. Hier starten die Herren eine Drohne und verschaffen sich eine Übersicht von oben. Spätestens da hätte man sehen müssen, dass da irgendwo Leichen rumliegen. Und zwar massiv Leichen rumliegen. Das wird in diesem Video nicht gezeigt und es wird auch mit keinem Wort erwähnt. Und dann frage ich mich doch, wie kann das sein? Also wir gucken uns nochmal an, von wann ist denn dieses Video? Dieses Video ist vom 2.4.2022. Tja, und damit ist der Fall relativ klar, wenn nicht nur der Bürgermeister es bestätigt, sondern die Polizei auch noch sagt, wir haben da ein schönes Video gedreht. Und das ist der Fluch des Internets beziehungsweise überhaupt der sozialen Medien, im Gegensatz zu den asozialen Medien, die ja lügen können, wie sie wollen. Wenn das im Internet einmal raus ist, ist das gedruckt und dann wird das von Mund zu Mund oder von User zu User weitergegeben. Und dann kommt so ein Video bis nach Hamburg irgendwann. Und dann kann man sagen, ja, liebe Leute, ihr habt doch damals die Bilder gezeigt. Ihr glaubt doch selber nicht, dass wenn da alles übersät gewesen wäre mit Leichen, dass ihr das nicht auf dem Video gezeigt hättet. Oder wollt ihr mir das jetzt weismachen? Das beleidigt meinen Intellekt. Also, der Fall ist relativ klar. Und wenn er jetzt nicht klar wäre, dann würde ich sagen, nein, dann sage ich, es wäre für mich sogar dann klar, wenn die Russen noch da gewesen wären. Also wenn die jetzt nicht abgezogen wären und die beiden Beweise fehlen würden und ich sagen müsste, ja, jetzt könnte das ja der eine oder der andere gewesen sein, dann könnte ich immer noch entscheiden, wer es war. Und das will ich jetzt an diesen Bildern beweisen. Es gibt eine weitere Fragestellung zu den Leichen, die sehr, sehr interessant ist. Und zwar, wenn wir uns diese Fotos mal genauer anschauen, sehen wir, dass bei den Leichen ständig Care-Pakete gefunden wurden, also medizinische Ausrüstung und Verpflegungsausrüstung, die offensichtlich von den russischen Einheiten geliefert wurden. Also die Russen haben Hilfspakete geliefert an die Bevölkerung und ganz viele von den erschossenen Leuten hatten diese Hilfspakete dabei. So, hier halte ich mal an und bitte genau hinzusehen, worauf es hier ankommt. Nämlich diese Care-Pakete sind nicht nur bei fast allen dabei, sondern die liegen auch immer schön auf dem Rücken oben drauf drapiert. Also selbst die, die auf dem Bauch gestorben sind, haben nichts Besseres zu tun gehabt, als in der letzten Sekunde ihres Lebens sich noch schnell das Ding auf den Rücken zu legen, damit das auch jeder sieht. Hier auch Hilfspaket. Was ist da los? Leute, die gefesselt sind. So sieht so ein Hilfspaket standardmäßig aus. Das macht nachdenklich. Das macht sehr, sehr nachdenklich. Die Russen liefern Hilfspakete an die Zivilbevölkerung. Danach wird die Zivilbevölkerung von den Russen erschossen. Natürlich nicht. Und jetzt könnte man noch vieles an weiteren Schandtaten, sage ich mal, natürlich auf beiden Seiten feststellen. Also ich glaube nicht, dass ein russischer Soldat jetzt nicht völkerrechtswidrig zurückschießt, wenn der aus irgendeinem Hochhaus beschossen wird, wird er auch auf alles zurückschießen und nicht sagen, ja, daneben dran im Nachbarfenster war aber unbewaffnet. Das darf er eigentlich auch nicht. Nur eines dürfte klar sein. Auf der Seite der Ukrainer gibt es genug Belege, wo man hört, das sind ja Kakerlaken und die dürfen wir so behandeln. Auf der Seite der Russen kenne ich niemanden, keinen russischen General, der irgendwann mal im Fernsehen gesagt hätte, wir müssen hier die entsprechend behandeln entgegen dem Völkerrecht. Im Gegenteil. Putin hat sogar gesagt, die Ukrainer sind unsere Brüder, betrachte die nicht als unsere Feinde. Und deswegen ist das auch gar nicht schwer,
zu verstehen, dass das nur so gewesen sein kann, dass in Butscha die Russen nicht wussten, dass die Ukrainer diese Leute erschießen werden. Und warum wird uns jetzt immer in Butscha das vorgehalten, wie schlimm da die Russen waren? Ganz einfach, weil ansonsten das gesamte Kartenhaus zusammenbrechen würde, was da lautet, die Russen sind die Bösen, die Ukrainer sind die Guten und Punkt. Das dürfen wir einfach nicht hinterfragen. Und unsere Medien haben viel Geld in die Hand bekommen. Es sind übrigens nicht nur die Medien. Da gibt es eine ganze Abteilung, nennt sich strategische Kommunikation. Finde ich schön. Kommunikation, als ob wir miteinander reden würden. Nein, wir lügen miteinander und wir enthalten die echte Information den Leuten vor, damit sie einseitig informiert sind. Und dann ist auch klar, wenn ich einen so aufgehetzt habe, auch jemanden wie mich, der christlich erzogen ist, dass das so böse Menschen sind, dann muss man natürlich denen in den Arm fallen. Das ist doch logisch. Also für mich ist die Erklärung, dass auch die Friedensbewegung gespalten ist und nicht nur die normale, übrige, aggressivere Bevölkerung. Für mich ist die Erklärung beides. Es gibt natürlich diejenigen, die das unterwandern, so wie damals die NPD unterwandert wurde und die dann dafür sorgen, dass bestimmte Termine nicht mehr veröffentlicht werden und so weiter. Aber das ist im Grunde klein-klein. Der Hauptpunkt sind die Medien, dass ich den Leuten die Hirne verdrehe. Und wenn ich die Hirne gewonnen habe, dann habe ich die Wahlen gewonnen. Dann wählen die Leute Grünen, auch wenn die Grünen sagen, wir sind für Waffenlieferungen. Man muss nur denen sagen, ihr seid dann die Guten, wenn ihr dieses schlimme Morden beendet. Und dass das schlimme Morden eben genau gleichermaßen in Kriegen immer von zwei Seiten begangen wird. In dem Fall, wie gesagt, sogar von der Ukraine wohl eher mehr, weil die Russen die ja als ihre Brüder betrachten, zumindest laut Putin. Das, wie gesagt, ist der Knackpunkt, den man verstehen muss, damit man auch Zeitungsberichte wie diesen hier versteht. Da hat eine Frau Hanna Wagner, übrigens nicht nur hier in der Wasserburger Zeitung, das stand im Miesbacher Merkur ganz genau so, geschrieben, ich zitiere, das Grauen in Butscha ist noch nicht vorbei. Kaum ein Ort in der Ukraine ist so zum Symbol für die Brutalität des russischen Angriffskriegs geworden wie die Kleinstadt Butscha. Mehr als ein halbes Jahr nach dem Abzug der Besatzer nehmen die Bewohner ihren Alltag wieder auf. Aber noch immer werden Leichen getöteter Zivilisten gefunden. Also, so schlimm dieses Massaker in Butscha, so viele Leute getötet, dass man sie gar nicht erst alle finden kann. So, und wenn ich da jetzt zum Staatsanwalt laufe und sage, liebe Staatsanwaltschaft, bitte prüfen Sie doch mal hier nach wegen Volksverhetzung und so. Die wissen doch in der Zwischenzeit ganz genau, dass das die Ukrainer waren. Dann wird die Staatsanwaltschaft mir antworten, also lieber Herr Pfaff, können Sie nicht lesen. Da steht doch gar nicht, das waren die Russen. Was steht aber doch da? Da steht, ach, die Brutalität des russischen Angriffskriegs. Wir lesen also Dinge, die da gar nicht stehen, weil wir schon so voreingestellt sind, wie mit diesen zivilen Schutzschilden, die festgehalten wurden. Wir sagen, ja klar, das können nur die Russen gewesen sein. Wenn also dann geschnitten wird, stimmt, wir wurden festgehalten, cut, wissen wir wieder von den Russen. Man muss das nicht dazu sagen. Man muss nur schneiden und die Wahrheit weglassen. Das ist auch Volksverhetzung. Wenn ich es absichtlich mache, ist es nämlich nicht mehr Zensur, nicht nur abschneiden. Ich habe ja vorher es den Russen angedichtet. Dann ist das nur die Verstärkung der Volksverhetzung und nicht mehr nur Zensur. Zensur ist nicht strafbar. Im Grundgesetz steht, eine Zensur findet nicht statt. Die findet natürlich täglich statt, aber das Grundgesetz brechen ist noch nicht mal eine Ordnungswidrigkeit, kostet noch nicht mal 10 Euro. Das heißt also, wieso wird das täglich gebrochen? Ganz einfach. Auch ich als Soldat, selbst jeder Zivilist gegenüber seinem Arbeitnehmer, darf schlimme Dinge über den Arbeitgeber, meine ich, nicht verbreiten. Er darf sie nicht veröffentlichen. Er darf sie der Polizei melden, wenn er feststellt, da wird gestohlen, betrogen, was weiß ich was, Kinderpornografie und. Darf er der Polizei melden, aber er darf nicht sagen, also übrigens, hier auf dem Segelschulschiff ist diese Frau vergewaltigt und ist Wasser geworfen worden. Wenn er das täte, dann wäre das eine Schädigung seines Arbeitgebers. Und das darf er nicht. Das darf er nur, wenn er selbst über Bord geworfen wurde, also als Selbstgeschädigter, da darf er das sagen, oder als Angehöriger. Und das ist der Grund, warum ich über die Bundeswehr berichten darf, dass die Bundeswehr mir befohlen hat, ich soll die Gesetze brechen, meinen Diensteid brechen, warum ich berichten darf, dass die Bundeswehr hinterher in ihren internen passwortgeschützten Bereich eingestellt hat, dass solche Dinge grundsätzlich nicht beachtet werden sollten, dass man solche Urteile grundsätzlich nicht umsetzt. Ich habe die Belege dabei, ich weiß, das kann man sonst nicht glauben, war aber so. Die Bundeswehr
hat mir befohlen, dann streichen wir halt, was hier handschriftlich gestrichen ist, dann streichen wir halt alle Arbeiten, die da früher befohlen wurden und alle und haben dazu gesagt, da meinen wir auch die Gesetze, dass den Befehl, dass sie die Gesetze einhalten müssen, den brauchen sie jetzt auch nicht mehr zu achten. Und jetzt machen sie nur noch, was wir von ihnen von jetzt an verlangen. Das ist natürlich eine schwere Straftat. Und wer jetzt glaubt, unsere Medien würden sowas, wenn sie es in die Finger kriegen, gerne haben wollen, liegt richtig. Der Spiegel, der Mitarbeiter, ein Mitarbeiter vom Spiegel war da, Udo Ludwig heißt, er hat sich das alles geholt, die ganzen Belege. Wer aber jetzt glaubt, dass der Chefredakteur vom Spiegel sagt, wunderbar, jetzt haben wir einen Artikel, jetzt haben wir eine Titelstory, die wir schon seit vielen Jahren nicht mehr hatten, das ist ja hochinteressant. Die Bundeswehr verweigert jetzt die Mitgliedschaft in dieser Demokratie. Denn das heißt ja, wenn ich sage, hier bitte nicht mehr die Gesetze achten, haben sie sich ja rausgeschossen als Demokraten. Wer also glaubt, der Chefredakteur würde das zulassen, der irrt auch. Natürlich sagt der Chefredakteur, das können wir der Bundeswehr doch nicht zumuten. Das ist doch das Ende des Verteidigungsministers. So, und wenn die Bundeswehr dann auch noch sagt, nachdem ich vor Gericht ja gewonnen hatte, bekanntlich, wenn die dann sagen, das wollen wir aber nicht umsetzen, das war erstens kein gutes Beispiel und zweitens, unten steht, andere Gewissensentscheidungen mit politischem Hintergrund dürften ähnlich zu bewerten sein. Und jetzt kommt's, der Funktionsfähigkeit der Streitkräfte ist in solchen Fällen Rechnung zu tragen, indem der Befehl mit angemessenen Mitteln durchgesetzt wird. Das darf Ihnen gar kein anderer sagen als ich. Warum nicht? Weil der ja nicht geschädigt war. Man muss also selbst der sein, gegen den die Beförderungssperre gelaufen ist, damit man die Zusammenhänge, wie das gelaufen ist, überhaupt veröffentlichen darf. So, und dann darf man sich natürlich nicht wundern, dass es nur wenige Leute gibt, die als Whistleblower riskieren, ins Kittchen zu wandern oder eine schwere Geldstrafe, hohe Geldstrafe zu zahlen, wenn die genau wissen, dass unsere Rechtslage dem Grundgesetz völlig widerspricht. Wir haben täglich die Zensur, nicht nur die illegale Zensur, und die Volksverhetzung in den Medien, sondern auch die ganz legale Zensur, die Medien wieder aufgreifen dürfen, nach dem Motto, wir wussten nichts, wir hatten nichts, wir durften nichts wissen und wollten nichts wissen.